Hallo Leute, ein kurzes Video über das, wie mein Mann jetzt mein Auto sauber macht mit den Aquamagic, also von Greenery, den Automobiltuch. Und ja, wird sicherlich cool. Ich zeige das euch so ein bisschen. Mein Auto erstmal. Also, klar, wir Frauen, ne? Ja, okay, aber auch hier im Dorf ist das auch allgemein ein bisschen immer dreckig und staubig. Ansonsten habe ich eigentlich ein schönes Auto. Eigentlich auch ein sauberes Auto. Ich zeige euch, ich weiß es nicht. Man sieht das ja, den Staub. Na, mein Auto ist eigentlich. Ah, doch, doch, man sieht es grau. Oben drüber. Dreckig, 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 hoch drei, dreckig. Das schöne Etikett wie immer, Aquamagic. Mein Mann hat sein Auto schon sauber gemacht. Oh, ist schon verletzt hier. Das erkläre ich euch gleich, wenn ich zu Hause bin und einmal von Greenway genauso. Mein Mann hat es eigentlich schön hingelegt. Aquamagic Glastuch, der ist super. Den verwenden wir für schöne Fenster. Ja, mehr sage ich euch dazu später, wie es funktioniert und ob wir den gut finden und ob er überhaupt die Arbeit macht, die er machen soll. Also wir haben hier den jetzt angefeuchtet, den Lappen, und wer halt keinen Wert auf irgendwie einen Lack hat, der kann jetzt damit auch feucht abwischen. Es wird auf jeden Fall perfekt sauber und trocknet gut. Alles aber könnte halt Kratzer geben, wo mein Mann auf jeden Fall mehr Wert drauf legt. Und deshalb macht er das vernünftig. Er wäscht das erstmal und dann putzt er mit dem Tuch ab. So, das Auto ist jetzt angeschäumt, so machen wir das eben auf meinem Mann Seite. So, mit der Seite tun wir das jetzt wischen. Mit der glatten Seite, sagen wir mal so. Dann kann man bequem oben. Also allgemein kann man dann bequem das ganze Auto komplett putzen, wie man das halt machen möchte. Kann man komplett alles durchgehen, vom Glas bis komplettes Auto eben. Ja, der Tuch macht auch seine Arbeit auf jeden Fall ganz gut. Da wischt er und nimmt alles mit. Ist auch bequem, weil er schon schön so groß ist. Da kann man auch, also nach dem Dampfstrahler, da kann man eben jetzt auch ohne Angst alles durchwischen und man braucht keine Angst haben, dass da irgendwie Kratzer kommen oder so. Man kann es auch, wie gesagt, man kann es ohne machen, aber wenn man sein Baby, sein Auto liebt, dann ja eben halt, wenn man sein Auto liebt und Wert drauf legt, dann macht man das eben so. Also er macht es richtig schön sauber, wie gesagt. Kurz zu mir, solange mein Mann das Auto noch schön sauber macht,
Ja, mit der glatten Seite macht er den Schaum weg halt und den Dreck nimmt er mit. Gleich zeige ich euch, tut er mit dem Wasser, mit dem Dampfstrahler nochmal abspülen und eben dann mit der weicheren, mit der dickeren, schönen Seite, dann macht er das nochmal nachpolieren halt. Ja, der Tuch macht auf jeden Fall seine Arbeit. Super, super. Kann ich super empfehlen. Wie gesagt, wer auf die Schnelle will, machen, wie die in den Videos zeigen, komplett verdreckten Auto mit richtigen Dreck, ja, tun die das abwischen. Klar, er macht das, der Tuch macht das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da vertraut mein Mann nicht der Sache, dass das eben Kratzer gibt auf dem Lack, auf dem Auto. Und wie gesagt, wie ich schon jetzt in dem Video gesagt habe, wer Wert legt auf das Auto, nimmt man sich eben die Zeit und man wischt erstmal nass, wie gesagt, den Dreck, das Grobe weg und dann mit dem Tuch. Und dann ist perfekt. Dann ist das Auto heile. Der Tuch hat seine Arbeit gemacht. Und ja, man hat Spaß. Aber der Tuch macht auf jeden Fall seine Arbeit. Und man hat schnell, eben weil er diese Größe hat, ist er richtig cool. Ja, was wir als nächstes machen, wir bestellen uns den anderen Set fürs Auto. Da gibt es halt Polierhandschuhe und da gibt es noch fürs Glas und für den Cockpit oder wie sagt man das, keine Ahnung, drin halt innen im Auto, dass man das halt mit dem Tuch, das sind drei oder vier Tücher, glaube ich, mit dem kommt man halt noch mehr besser dran mit dem Set, weil mit dem großen Tuch, da kriegst du halt nur außen das komplette Auto auf jeden Fall perfekt sauber und ja, jetzt hat mein Mann das nochmal abgewischt und tut jetzt, zeige ich euch, tut er mit dem Wasser nochmal schnell abspülen und nochmal nachpolieren. Oh, ich liebe es, es glänzt schon für mich so sauber. So, jetzt machen wir das mit der weicheren. Warte mal, Schatz, zeig mal. Also jetzt machen wir das mit der Seite. Macht mein Mann das jetzt nachwischen, trockenwischen quasi. Ja. Genau. Das trocknet und das bleibt dann auch keine Streifen hinterher und das Auto ist schön sauber. Mein Baby. Das ist nur für kurze Zeit. Bei uns ist noch überall durch Baustelle und ja, die Baufahrzeuge fahren. Guck mal, richtig, richtig schön. Es trocknet schön. Wir machen das jetzt mit dem schönen Glastuch und einfach nur schön. Ach, übrigens, der Schaum, der ist von selbst erstellter Auto. Also, was heißt Auto? Allzweckreiniger. Von den schönen Waschplatten. Genau von der Seite, andere Seite habe ich Flecken. Weil die Waschplatten, die sind so cool, die tun jeden Fleck auch wegreinigen und bleiben auch überhaupt keine Streifen.
So, wir kommen zum Ende. Ich filme jetzt nicht komplett alles ab. Es ist perfekt, mein Auto glänzt. Sauber. Besser kann es nicht sein. Ich, wie gesagt, Fazit. Wem fehlt das Tuch weiter, oder Schatz? Sag mal ja. Wem fehlt das Tuch weiter? Ja? Ja. Ihr redet nicht so gerne. Meine Kinder. So, ich muss auch schon rein. Ich bin erfroren. Also wir empfehlen es auf jeden Fall weiter. Er macht seine Arbeit. Erste Klasse. Aber wie gesagt, wir haben zwei Varianten. Einmal, wer Wert hat auf sein Fahrzeug, der spült eben erstmal den Dreck ab und macht dann mit dem Tuch sauber von Aquamagic. Oder eben, man macht auf die schnelle Art, auf den Dreck direkt, macht er auch seine Arbeit, aber dann kann es eben Lackschäden geben. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.